Hallo ihr da draußen außerhalb meines Arbeitszimmers und willkommen zurück zu Die Kunst des Mordens, der Marionettenspieler. Hier ist die Goretti und beim letzten Mal haben wir mit der Schamanin nichts, sondern irgendwie so einer Sekretärin der Schamanin, nenne ich sie mal, gesprochen. Und jetzt brauchen wir aber hier noch ein paar Dinge. Und ich befürchte aber, das wird sie so nicht nehmen, oder? Den nehme ich jetzt nicht. Vielleicht brauche ich ihn später. Das habe ich mir gedacht. Und was es hiermit auf sich hat, weiß ich auch nicht. Können wir mit ihm nochmal reden? Lieb Manuel. Jo, Tatsache. Stock, Keilriemen, kleinere Bürsten, Keilriemen. Fangen wir mal mit kleineren Bürsten an. Haben Sie kleinere Bürsten? Nein, aber ich kann bis morgen welche auftreiben. Danke, aber ich kann nicht warten. Das ist zu spät. Und den Keilriemen? Ich muss diesen Schleifer zum Laufen bringen. Können Sie mir den Keilriemen leihen? Wenn ich das tue, wer weiß, wann ich dann meine Arbeit beenden kann. Und ich hatte noch nicht mal Zeit, meinen Kaffee zu trinken, bevor ich aus dem Haus ging. Das klingt Dann kann ich Ihnen gut. vielleicht etwas zu trinken holen. Am besten eine Guanabana. Das ist eine große, runde Frucht. Ihr Saft ist sehr erfrischend. Bin schon dabei. Eine Guanabana, ja, das ist ja diese Frucht, die wir im Anwesen gefunden haben. Ich könnte die Frucht holen, wenn ich Ihren Stock benutzen darf. Wenn das so ist, nehmen Sie ihn. Okay, dann... Ich komme später wieder. Wollen wir mal zum Anwesen gehen? Dann wird sie diese Guanabana einfach abschlagen. Ich hoffe, das überlebt die Frucht. Aber eine Guanabana haben wir. Guanabana, Banana. Nein, warte. Wo war die? Hier. Dann das weiche Kissen. Zack. Und nimm den Stock und schlag die Guanabana. Sehr geil. Guanabana. Aus dieser Frucht kann man guten Saft machen. Her damit. Können wir das Kissen auch wieder mitnehmen? Natürlich nicht. Ich dachte, wir bringen das Kissen zurück. Nein, die liebe Nicole lässt das Kissen einfach da. Hier ist sonst nichts, ne, an dem Becken. Vegetation, ja. Halt, Becken. Aber hier, Vegetation, was ist das? Diesen Geruch kenne ich. Das muss Thymian sein. Aha, sehr schön. Hier ist also Thymian. Gut zu wissen, brauchen wir bestimmt. In Point-and-Click-Adventure-Spielen braucht man alles, was man findet. Hier, das Obst. Hier, bitte. Ich hoffe, sie schmeckt Ihnen. Und der Stock? Den habe ich beim Palast liegen lassen. Dann gehen Sie sofort zurück. Es ist ein toller Stock. Es könnte ihn bereits jemand mitgenommen haben. Oh nein. Ich komme später wieder. Warum? Warum hast du den Stock liegen lassen, Nicole? Rein da. Das ist ja blöd. Ach, Gute. Gute Nicole, warum machst du sowas? Wo ist denn der Stock? Ah, meine Güte. Okay, ich habe den Stock. Ach, diese Frau macht mich wahnsinnig. So, mein Freund, hier ist dein Stöckchen. Hier ist Ihr Stock. In bestem Zustand. Okay, bitte stellen Sie ihn zurück. So, und was ist jetzt mit dem Keilriemen? Und? Leihen Sie mir jetzt den Keilriemen? Sie können ihn behalten. Ich brauche ihn nicht mehr. Na, super, danke. Ich komme später wieder. Nimmt sie jetzt... Ja, jetzt kann ich den Riemen auch ansteuern. Sehr gut. Okay, dann gehen wir mal zu dieser Schleifmaschine. Was ist denn das? Das Tor kann man sich auch angucken. Nach dem Tor zu urteilen, gibt es da nicht viel zu sehen. Ah, okay. Wenn das alles ist, was du sozusagen hast. Okay, rein in den Eingang. Die Schleifmaschine stand hier in der Ecke. Können wir auch noch näher rangehen? Jawohl. Zack. Ah, geht doch, ich dachte schon. Und das sind die Bürsten. Das reicht. Sonst schleife ich sie noch komplett ab. Ah, das ist gut. Wo sind die Bürsten jetzt? Ich wette, dass hier früher Macheten geschliffen wurden. Das könnte sein.
Sind das jetzt die geschliffenen Bürsten? Haben wir jetzt die? Jetzt haben sie die richtige Größe. Tatsache. Okay. Die anderen haben wir einfach weggeschmissen, oder was? Ja, die haben wir wahrscheinlich nur als Vorlage benutzt oder so. Na gut. Dann reparieren wir jetzt mal den Ventilator und bestechen damit vielleicht die Sekretärin der Schamanin. Du hast ja deine Frucht immer noch nicht auf. Na dann. Zack. Sie passen, als wären sie von hier. Ja, sehr schön. Und der Ventilator funktioniert. So, was ist jetzt? Du Gute. Fertig. Oh, Sie sind ein Geschenk Gottes. Es wäre nett, wenn Sie mir zum Ausgleich einen Gefallen tun könnten. Keiner sieht her? Dann gehen Sie rein und sprechen Sie mit Madame. Ich wusste Danke. Es. Ich gehe dann jetzt. Sie wird Ihnen sicher helfen. Das finde ich sehr gut. Wo ist denn Madame? Da, zum Eingang. Was für ein wundersamer Ort. Ach du meine Güte, guck mal hier, ganz viele Kräuter. Der ganze Raum duftet nach Kräutern. Der ganze Raum duftet nach Kräutern. Okay, was anderes wird sie wohl nicht sagen. Flaschenregal. In diesen Schränken gibt es Heilmittel für alle Krankheiten. Für meine aber nicht. Aha, da ist der Ausgang nur Tisch. Waage, Destillierkolben und Mörser. Die Werkzeuge eines Schamanen. Ich wette, da müssen wir noch irgendetwas dran machen. Schlangen, Skorpione, Frösche, Blutegel. Die Kräfte dieser Mixturen müssen überwältigend sein. Wie ekelhaft ist das denn? Ein Altar. Voodoo. Das ist der wichtigste Ort in diesem Raum. Der heilige Altar. Ja gut, sonst noch was? Das ist der Altar. Ja, dann reden wir doch mal mit Madame. Mein Name ist Nicole Bonnet. Ich habe Sie erwartet. Hier sprechen sich Neuigkeiten schnell herum, was? Manchmal. Manche brauchen 200 Jahre. Und mein Fall liegt auch genau 200 Jahre zurück. Das ist kein Zufall. Aha. Woher wissen Sie das alles? Fragen Sie nicht nach der Quelle. Fragen Sie nach dem Wissen. Fragen Sie über den weißen Mann. Mr. Carnot? Er ist derjenige, hinter dem Sie her sind. Aber hüten Sie sich vor ihm. Eieiei. Familie de was? Bougainville. Können Sie mir bitte helfen? Eine böse Aura umgibt Sie. Der Geruch des Todes. Haben Sie Angst? Nicht mehr als sonst. Die Leute kommen zu mir mit Schmerz, Leid und Tod. Auf der anderen Seite ist es nicht viel besser. Ich habe nicht den Wunsch, viel mit der anderen Seite zu tun zu haben. Ich bin nur an der Bougainville-Familie interessiert. Nun, so gut wie nichts mehr im Zusammenhang mit ihr ist noch auf dieser Seite. Ich bin hier wegen der Dokumente, die es noch gibt. Ich kann sie hören. Wen? Die Opfer. Sie streiten sich um ein Stück der Karte. Die Frau ist total irre. Sie wissen also von der Karte? Sie wissen davon. Wo ist sie? Sie müssen sie ihnen abkaufen. Ihnen? Von wem abkaufen? Von der Bougainville-Familie. Wie? Indem sie Lazarus ein Opfer bringen. Ach, du ahnst es ja nicht. Und wie soll ich dieses Opfer bringen? Salvia, Toronchil, Thymus. Was soll das heißen? Salvia, Toronchil, Thymus. Das sind auf jeden Fall Kräuter. Toronchil sagt mir jetzt nicht. Salvia könnte Salbei sein. Thymios wahrscheinlich Thymian. Danke, das war alles. Woher kriege ich das Ganze? Thymian kriege ich auf jeden Fall aus... Ach du meine Güte. Ich gehe nochmal zurück zum Anwesen. Da gab es auf jeden Fall... Kannst du mir vielleicht nochmal helfen? Ach, vielleicht hätte ich die Sekretärin fragen sollen. Ich komme später wieder.
Eieiei, schwierig. Jetzt wird's wieder kompliziert. Seltsame Worte, Tatsache. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin verwirrt. Was hat sie Ihnen gesagt? Thorunhil, Thymus, Salvia. Was hat sie vorgeschlagen, dass Sie damit tun? Sie Lazarus als Opfer bringen. Es ist offensichtlich, dass Sie nicht von hier sind. Das sind die Namen von Kräutern. Das habe ich mir gedacht. Thorunhil, welche Art Kraut ist das? Das ist Melisse. Ich nehme an, Sie wissen, wie die aussieht. Soll ich auch Salbeiblätter bringen? Ja, die Blätter. Und Thymus ist ein anderer Name für Thymian. Das ist richtig. Wo kann ich diese Kräuter finden? Sie wachsen alle in der Gegend. Na super. Melisse und Thymian hatte ich ja schon gefunden. Aber Salbei... Salbei hatte ich noch nicht entdeckt. Diese Pflanzen bergen wahre Schätze der Natur. Ja, ist hier auch irgendwo Salbei dabei? Diese Pflanzen bergen wahre Schätze der Natur. Scheinbar nicht. Okay, dann gehen wir mal zu dem Haus. Hier ist auch nichts, ne? Vielleicht weiß er, wo Salbei zu finden ist. Also ich müsste nur in meinen Schrank. Ich komme später wieder. Dann würde ich getrockneten Salbeitee einfach nehmen. egal. Hier war doch auch etwas mit der Vegetation. Halt da. Nahansicht, was ist das? Salbeiblätter. Sehr geil. Wenn ich angeschossen werde, kann ich damit wenigstens den Schmerz lindern. Na dann, ab damit. Salbeiblätter. Wenn ich angeschossen werde, kann ich damit wenigstens den Schmerz lindern. Verstehe ich jetzt nicht. Aber ist okay, wenn du das meinst. Hatten wir diese Ansicht vorher auch schon? Und ich habe es nur übersehen? Wahrscheinlich, ne? So, dann gab es hier... Guck, nee, das ist jetzt neu. Okay. Wo ist der Thymian? Diesen Geruch kenne ich. Das muss Thymian sein. Sehr gut, wir haben Thymian. Und drinnen gab es Melisse. Melisse war in diesem Raum. Und zwar, wo war die Melisse nochmal? Geh mal da weg. Mussten wir noch weiter rein? Ich weiß es nicht mehr. Ja, da ist die Melisse. Sieht aus wie Melisse. Dann nimm dir doch mal ein Stückchen davon. Sehr schön, wir haben alles. Und das müssen wir wahrscheinlich... Also ich vermute mal, da war ja ein Mörser... Eventuell mörsern und auf dem Altar verbrennen oder so. Irgendwie sowas. Entschuldigung. Gehen wir mal wieder zurück. Die Kerle, also die Menschenmessen, die sind immer noch da. Ende. Ich komme später wieder. Eingang. So, ich habe alles. Ich habe die Kräuter gesammelt. Sie müssen den Thymian zerbröseln und verbrennen. Ich komme später wieder. Du ahnst es nicht. Waage, Destillierkolben und Mörser. Die Werkzeuge eines Schamanen. Wir brauchen eine andere Lösung. Wir brauchen eine andere Lösung. Den Thymian zermörsern. Das nennt man Versuch und Irrtum. Ja, aber... Denk nach, Nicole. Hä? Waage, Destillierkolben und Mörser. Sie hat doch die nur... Werkzeuge eines Schamanen. Sie hat doch... Müssen wir die anderen Sachen da auch mit beitun? Das nennt man Versuch und Irrtum. Nee. Das funktioniert nicht. Ach so, wir müssen es jetzt anzünden. Wir brauchen Feuer. Wir brauchen Feuer. Folie, bla bla bla. Nee, Feuer. Hat sie ein Feuerzeug? Nee, hat Danke, sie natürlich das war nicht. Alles. Auf dem Tisch kann ich mir auch nichts näher ansehen. Ausgang. Auf dem Altar war auch keine brennende Kerze oder so, ne? Schade aber auch. Kupferstiche.
Das habe ich noch gar nicht gesehen. Kupferstiche der hiesigen Fauna. Mit anderen Worten, das, was man zusammenmischen muss. Ach, du meine Güte, wieso hat sie... Ach nee, das Feuerzeug hat sie ja dem Menschen da gegeben. Oh Mann, wo kriege ich denn jetzt ein Feuerzeug her? Ach bitte. Bitte, Spiel. Hast du ein Feuerzeug? Ah, Streichhölzer. Madame will, dass ich das Kraut verbrenne, aber ich habe kein Feuer. Nehmen Sie diese Streichhölzer. Mm. Danke, ich muss jetzt zu Madame. Keine Sorge, sie wird Ihnen helfen können. Danke, du Gute. Auf dich ist wenigstens Verlass. So, Streichhölzer mit dem Mörser. Und jetzt? Geht nicht. Waage, destilliert. Ja, okay, danke. Dann reden wir einfach nochmal mit ihr. Wir haben jetzt das Thymian verbrannt. Ich brauche Ihren Rat. Fragen Sie. Vor 200 Jahren hat die Bougainville-Familie hier eine Karte versteckt. Hier? Auf dem Anwesen, das Edouard Montout gehörte. Vielleicht. Wozu brauchen Sie sie? Ich muss ein Rätsel lösen. Das Geheimnis der Bougainville und... Sie sind einverstanden. Einverstanden mit der Karte? Ja. Sie überlassen sie ihnen. Hä? Hallo? Sie haben die Karte also? Der Montout-Palast wurde nach der Revolution vollständig geplündert. Ich musste sie verstecken. Was ist mit der Familie Montout geschehen? Ist noch jemand am Leben? Ja, es gibt noch jemanden. Sein Leben ist in Gefahr. Ich muss ihn warnen. Wegen dem weißen Mann? Ja. Sein Vorfahre hat ebenfalls den Eid geleistet. Sie wissen davon? Der Kreis schließt sich. Aber Sie können unmöglich wissen, dass... Wir werden abreisen. Aber stehen Sie nicht zwischen uns. Sie sind... Nur Bougainville wird bleiben. Montout. Aha, interessant. Aber wir kriegen das letzte Stück der Karte. Ach du Schande. Das sah nicht gut. Oh, nein. Der Angreifer hat meine Taschen ausgeleert. Nein. Die ganze Karte ist weg. Oh Gott, und Madame ist tot. Können wir hier gar nichts machen? Da ist wieder eine Puppe. Ich sollte die gesammelten Beweise sichern. Das gibt's doch nicht. Achtung! Schon klar. Die Puppe stellt Montouts Vorfahr dar. So was Dummes. Das gibt's doch nicht. Wir waren so nah dran. Und jetzt? Wieder eine Tote. Muss ich jetzt hier einfach raus? Kann ich den Mörser mitnehmen? Wir haben ja alles andere auch nicht mehr. Geht nicht. Ich denke, wir müssen gehen. Näher angucken können wir sie auch nicht. Wir haben ja auch keine Kamera mehr, um das Ganze zu fotografieren. Scheibenkleister. Hier ist auch keiner mehr. Sie sind alle geflohen. Du ahnst es nicht. Wo sind sie alle? Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben noch den Autoschlüssel. Das ist gut. Okay, dann ab ins Auto und weg von hier. Hier haben wir, glaube ich, nichts mehr zu tun. Es geht wieder zurück nach Frankreich, Marseille. Scheiße. Jawohl, wir sind wieder in Marseille. Ach, das kann doch alles nicht wahr sein. Heieieiei. Ja, aber wenn ich dann so auf meinen Wecker gucke, ich überziehe schon wieder meine 15-Minuten-Folgen. Naja, werde ich jetzt hier vor dem Anwesen von Carnot, ist das glaube ich, ne? Wieder einen Schnitt setzen. Bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allem gesund. Und bis demnächst, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!